Open Government ist ja ein Schlagwort, was man immer wieder hört. Was bedeutet das denn eigentlich? Bei Open Government geht es um drei Dinge. Das erste ist Transparenz, beziehungsweise heutzutage mit dem neudeutschen Open Data belegt. Also der Idee, dass man Daten, die Verwaltung und Politik erheben oder selber in Datenbanken ablegen, dass man die doch nutzen könnte, um darauf Mehrwertdienste aufzubauen. Zum Beispiel, wir haben eine Geodatenbank und machen die zugänglich für alle möglichen Unternehmen und Bürger, die zum Beispiel ein Satellitennavigationssystem aufbauen wollen. Ganz einfach. Das zweite Aspekt von Open Government ist E-Partizipation oder Partizipation und eben die Idee, in unseren politischen Entscheidungsprozessen könnte man doch Experten, Bürger, lokales Wissen mit einbauen. Das heißt, es geht um Dinge wie Gesetze in Wikis schreiben, aber auch solche kleineren Projekte wie Bürgerbeteiligungshaushalte, wo man sagt, dass die Bürgerinnen in spezifischen Stadtteilen von Erfurt wissen einfach besser, ob sie eine neue Parkbank oder ein neues Klo brauchen. Der dritte Aspekt ist diese Idee der Collaboration auf Englisch. Kollaboration auf Deutsch klingt irgendwie so ein bisschen komisch. Und da geht es darum, dass man tatsächlich gemeinsam Verwaltung und Politik produziert. Im politischen Bereich ist es schwer oder gibt es erst ein paar Beispiele. Klassische Beispiele sind sowas wie Wikipedia, wo die größte Enzyklopädie der Welt eben gemeinsam von jeder Menge an Co-Autoren produziert worden ist. Wenn man diese drei Dinge zusammenbringt und dann eben fragt, inwiefern kann man die in Politik und Verwaltung einbringen? Das ist das, worum es geht, wenn wir über Open Government sprechen. Das wären ja ganz große Veränderungen, die dann da in den Strukturen auch stattfinden müssten. Wie bewerten Sie denn das, was derzeit schon unter Open Government läuft? Was wir sehen jetzt, was wir heutzutage als Open Government bezeichnen, ist hauptsächlich viel Kommunikation. Und es geht dann so, dass es eine Webseite gibt, die sagt, liebe Bürger, was haltet denn ihr von der Europäischen Union? Wenn man so unspezifisch fragt, bekommt man dann auch relativ blöde Antworten oder gar keine Antworten. Das Ganze gibt es im Moment eine Debatte in der Enquete-Kommission des Bundestages zu Internet und Gesellschaft, inwiefern man wirklich die Bürger dazu bringt, sich zu beteiligen. Und da gibt es erste Frustrationen, weil die Bürger sich ganz oft einfach nicht beteiligen. An das Thema kann man auf verschiedene Arten angehen. Man kann erstens sagen, okay, wir müssen lernen, wie wir strategisch diese Tools einsetzen. Wir müssen Leute anstellen, die dann das Community Management machen. Und wir müssen wirklich saubere Interfaces schreiben, sodass die Otto Normalbürgerin auch keine Angst hat, da zu kommunizieren. Das wird ganz gewiss eine Weile dauern. Die industrielle Revolution ging auch nicht in einem Tag. Aber tatsächlich haben wir es hier eben mit etwas zu tun, was eine wirkliche radikale Organisationsveränderung ist und uns die wahrscheinlich die nächsten 150 Jahre beschäftigen wird. Wie kann man denn die Leute in den Institutionen und Verwaltungen überhaupt überzeugen davon, dass die jetzt plötzlich ihre ganzen Daten offenlegen? Das machen die ja bestimmt nicht so gerne. Und es ist natürlich ein unglaublicher Kulturwandel, den man da herbeiführen muss. Und ich glaube, es hilft nicht, wenn wir immer mit der Drohkeule der Demokratie kommen und wir werden zu Wutbürgern oder ihr öffnet. Was man lernen muss, ist eben Offenheit strategisch einzusetzen. Vielleicht bräuchte man sowas wie eine offene Staatskunst, die eben den Leuten, die in Politik und Verwaltung auch Entscheider sind, klar macht, dass sie einfach dadurch für sich selber oder für ihre Projekte, für wie sie Gemeinwohl oder Wohlfahrt generieren, einfach Mehrwerte schaffen kann.